kennt mich als einen netten Menschen. Naja. Nur bliebe das nicht so, würdet ihr mich weiter kennenlernen. Um mein zweites Ich nicht zeigen zu müssen, muss ich kämpfen. Komm doch her. Aber bricht es doch mal aus, erleiden Menschen Schmerzen. Ich habe ihm inzwischen einen Namen gegeben. Und welchen? Er ist mein kleiner Rivale mit einem garstigen Wesen. Oha. Er ist schuld, wenn ich klau, rauf oder andere böse Sachen mach. Kontrolle an ihn zu verlieren ist jedes Mal wieder abgefuckt. Meine Seele ist zwiegespalten in Gut und Böse. Ich? Deshalb würde ich dir nicht empfehlen, in mir die Wut zu lösen. Mach denn es. Wenn du ihn wächst, kann ich ihn nicht mehr stoppen. Und komm ich dann wieder zu mir, ist alles in Trümmern und zerbrochen. Uff. Es ist eine miese Sache, so etwas in mir drin zu haben. Ein anderes Wesen in mir und ich bekomme den Sinn nicht mehr zusammen. Ja. Es geht mir langsam auf die Nerven, dass sich die Dinge wiederholen. Und die einzige Frage, die bleibt, ist, wie kriege ich ihn los? Gar nicht. Ein Körper, zwei Seelen. Hier drin ist das eng. Ein Körper, zwei Seelen. Wie kann ich ihn verdrängen? Ein Körper, zwei Seelen. Soll ich ihn töten? Ein Körper, zwei Seelen. Mal sehen, ob er kämpft. Ich wurde schon viel zu lange unterdrückt. Nicht lang es genug. Wird Zeit. Ich erober diesen Körper, er ist dem Tode geweiht. Manche Leute nennen mich ihren inneren Schweinehund. Nur wirkt das auf mich eher wie eine Kinderbeleidigung. Nur weil ihr Angst habt davor, dass ich mich offenbare, müsst Angst? Ihr trotzdem manchmal die Augen geschlossen haben. Nachts und am Tage, in wenigen Momenten werde ich diesem Körper meine Aufmerksamkeit schenken. Ach. Im Kampf der Seelen halte ich das Gute in Schach. Niemals. Der Körper ist stählern, doch seine Seele ist schwach. Ich will doch nichts Böses, oder vielleicht doch. Sperr mich ein, doch ich grabe wie ein Dieb ein Loch. Mich zu bekämpfen ist töricht, vergessen unmöglich. Am Ende des Kampfes färbt sich deine Seele rötlich. Langsam stirbt mein lästiger Bruder. Niemals. Ich lächle ihm zu und übernehme das Ruder. Ein Körper, zwei Seelen. Hier drin ist das eng. Ein Körper, zwei Seelen. Wie kann ich ihn verdrängen? Ein Körper, zwei Seelen. Soll ich ihn töten? Ein Körper, zwei Seelen. Mal sehen, ob er kämpft. Man gewöhnt sich an alles, selbst an diesen Quälgeist. Ich habe schon die Kontrolle übernommen, und zwar sehr leicht. Jetzt nennen wir beide diesen Körper unser eigen. Es ist ganz allein meiner, und ich werde ihm das noch zeigen. Doch der Kampf geht weiter und wird wohl niemals richtig enden. Den Lappen besieg ich sogar in FIFA 16. Zusammen müssen wir leben bis ans Ende der Zeit. Aber wir töten keine Menschen, wir sind ja nicht Jekyll und Hyde. Ein Körper, zwei Seelen. Sei ruhig, ich will schlafen. Ein Körper, zwei Seelen. Wie viel hast du noch zu sagen? Ein Körper, zwei Seelen. Ich glaub, das wird heute nichts mehr. Ein Körper, zwei Seelen. Wo liegt unsere Schokolade? Ein Körper, zwei Seelen. Sei ruhig, ich will schlafen. Ein Körper, zwei Seelen. Wie viel hast du noch zu sagen? Ein Körper, zwei Seelen. Ich glaub, das wird heute nichts mehr. Ein Körper, zwei Seelen. Ja, aber wo ist die Schokolade?